Los geht's. Auf zur Weihnachtsgeschichte, dem Weihnachtsabenteuer. Das könnte vielleicht sogar hier stattfinden. Im Nebel, draußen, in der Natur, wo es feucht kalt und ganz einsam ist. Oder doch nicht so einsam, weil es sind doch alle da. Die Bäume, die Steine, das Wasser, die Vögel, die anderen Tiere, die Pflanzen, der Himmel, all das ist da. So, und jetzt zurück zur Weihnachtsgeschichte. Bedingungslose Liebe fängt bei dir selbst an. Eine Weihnachtsgeschichte. Hallo Erdenfamilien, ich bin euch allen zu Dank verpflichtet. Viel habt ihr mich unterstützt, viel habe ich nehmen dürfen und viel habe ich versucht, mit meiner Umgebung klarzukommen. In einer patriarchalen Struktur groß zu werden, habe ich mir als kleines Seelchen wohl ausgesucht, um hier auf Erden mein Bestes zu geben. Gesucht habe ich die bedingungslose Liebe. Gestorben ist sie nie. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit Paranoia überall. Der nächste Superspreader wartet schon im maskierten Gewand um die Straßenecke, an einem Punkt, wo die Herrschaft des Ego, welches nur an sich selbst und nichts als sich selbst denkt, in reiner Verängstigung vor Verlust der Herrschaft und dem vermeintlich nahenden Tode angekommen. Wir werden alle irgendwann sterben, wenn das Leben sagt, jetzt ist es soweit, jetzt reicht's. Familie, liebende und bedingungslos mitfühlende Gemeinschaft ist etwas, das wir als 0815-Familie Ida, Max, Theobald und Jonathan niemals kennengelernt haben. Ausnahmslos, meiner Meinung nach. Da ich bei diesen Gedanken nichts fühle, kann ich daran da doch ja jetzt dran glauben, oder? Oder fehlt dann der seelische Anteil von mir? Ups. Wahrscheinlich schon. Denn meine Seele kann ja nichts anderes wie fühlen und mitfühlen. Doch dann habe ich wieder den Salat. Ich muss mich dann abgrenzen, abspalten, eigenverantwortlich handeln, mit all meinen Emotionen und tiefen Gefühlen. Sehne ich mich doch als Seelchen nur nach Verbindung mit meiner Erdenfamilie. Nach Harmonie, nach Frieden, nach bedingungsloser Liebe. So wie im Bauch von Mutter Erde. Für Christen im Bauch von Mutter Maria. Aber lassen wir das mit den Religionen. Die sind ja alle bedingungslos liebend. Doch, da ist es ja schon wieder dieses Ich. Sehne ich mich. Doch. Ich. Du hast immer nur gefordert, höre ich Theobald rufen und... Was fällt dir überhaupt ein? Geh endlich arbeiten, dann kannst du auch mitreden.
Habe ich nicht gearbeitet bis zum Umfallen? Habe ich mich nicht in Abhängigkeitsstrukturen begeben bis zur völligen Überforderung? Habe ich nicht immer bis zur Überforderung alles daran gesetzt, mitspielen zu dürfen in einem leistungsorientierten, elitebefürwortenden, krankhaft konkurrierenden und schlimmer als die Natur es jemals seinen Geschöpfen zugetraut hätte, Raubbau an ihr ausübenden, destruktiven, ja satanischen und vor allem patriarchalen Kapitalismus, der inzwischen alles andere als sozial, frei oder gerecht wäre. Strukturierte Zerstörung der Erde, Raubbau an der Natur, industrielle, computergesteuerte Vergiftung von Landstrichen durch Glyphosat und Co., um die Weltbevölkerung zu ernähren mit genmanipuliertem toten Saatgut. Fleisch aus der Retorte gefällig? Na klar, das züchtet man für die industrielle Fleischproduktion, damit der Bedarf an Fleisch für den finanzschwachen Konsumsklaven gedeckt werden kann. Bio? Fehlanzeige. Brauchst du ein drittes Geschlecht vielleicht? Ab nach Japan, die Wissenschaft dort wird dem schon nachkommen. Vorausgesetzt, du bist finanziell liquide bzw. kreditwürdig. Aber zurück zur Seele. Was hat die denn damit zu tun? Die darf in dieser Welt gerne verkümmern, denn sie wird gar nicht gebraucht in dieser Struktur. Sie ist doch nur ein Ballast, ein aufmüpfiges Ding, was dem Ego doch nur schadet. Seele ist gleich Leid. Ups. Wie? Ich bin gar nicht erwünscht? Ich bin gar nicht erwünscht, ich Seelchen? Hinfort mit dir, du drama-kreierendes Stück Abfall. Du passt nicht in unser System. Du willst immer nur haben, haben, Aufmerksamkeit erhaschen. Du unbändiges Tier. Wir wollen dich hier nicht. Wir Satanisten und Sklaven des konsum- und luxusorientierten globalen Finanzkapitals. Was bist du doch für ein Freak, höre ich Theobald rufen. Und Ida? Was sagt Ida? Ida schweigt und ist depressiv, unterdrückt vom patriarchalen Herrscher. Und Max, was sagst du dazu, frage ich Max. Ich will doch nur geliebt werden und du, du hast immer mehr Liebe bekommen wie ich, sagt Max. Okay, fühlt das Seelchen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif für eine leidenschaftliche, friedliche, bedingungslose Liebe. Dann darf noch ein wenig weiter gekämpft werden. Gerechtigkeit, Würde und Freiheit dürfen im patriarchalen Sklaventum weiterhin geopfert werden. Und Seelchen schaut einfach zu, wie wir uns zerreißen, niedermetzeln, wahllos schlachtend. Als gäbe es keine Seele mehr auf Erden oder gar eine Zukunft für die Lebewesen auf ihr. Lasst uns also fröhlich, ohne das Morgen oder die nachfolgenden Generationen achtend, Bäume, Salat, Paprika, Erdöl rauben, Tiere verzehren und industriell verseuchen bis in alle Ewigkeit. Das haben wir dann davon, wenn wir die Seele nicht achten. Machst du mit? Ja? Hast auch du Lust an diesem paranoiden Irrsinn? Nein? Gehorche gefällig! Nein? Dann lass uns doch etwas aufbauen, was dein Gegenüber, deine Erdenfamilie, wertschätzt. Gemeinsam und nicht einsam. Denn das geht nur zusammen. Auf Augenhöhe. Nicht egoistisch herrschend und somit selbstzerstörend. Weil fremdenfeindlich.
Denn zum Selbst gehört Körper, Geist und Seele. Also achte an erster Stelle genau diese, deine ganz individuelle Seele, und gebe ihr Raum. Vielleicht kannst du es mit Verantwortungsübernahme für deine eigene Seele probieren. In Liebe zur Seele. Jonathan. Jedweder Vergleich zu meiner eigentlichen, real existierenden, authentischen Erdenfamilie ist an dieser Stelle nicht nötig, denn diese Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte, ist frei erfunden und entsprungen einem freien Geist, der sich immer mehr seiner Seele bewusst wird. Jan, BDA Glaubrecht. Möge die Zeit alle seelischen Wunden heilen, die jeder doch in einer traumatisierten Gesellschaft erlitten hat. Da wir hier auf der Erde wandeln, um diese Wunden zu pflegen, an ihnen zu wachsen und das ach so einsame Ego zu transformieren. Auf, los geht's. Wann geht's los? Nur jetzt, in der Gegenwart. Stetig neu und frei erschaffend. Jede Millisekunde neu. Es schrieb auch ein Seelchen.